Neue Welt ist gekommen, irgendwie was ganz Neues, was du mir zeigen möchtest, was vorher noch nicht da war, oder habe ich das eben falsch verstanden? Ach, wir kriegen ständig neue Sachen, die einfach noch nicht da sind. Also jetzt gerade vorne die Waschbecken-Unterschränke haben wir gesehen. Wir haben noch mal die indischen Sachen gekriegt, ganz viele Sideboards, die alle individuell sind, teilweise auch wirklich Unikate, wo es nur ein Stück davon gibt. Und wir haben Das immer ist. besondere Sachen. Also vom kleinen Windlicht her für, ich sag mal, 2,50 € hin bis zum großen Schrank. Also bei uns findet man eigentlich wirklich immer was. Entweder für sich zu Hause als Geschenk. Ja, bei uns kann man sich und alle anderen, glaube ich, mit vielen Dingen glücklich machen. Ja, ich habe meiner Frau ja dann mal zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt. Passiert oft, oder? Gutscheine? Gutscheine passiert oft, ja klar, weil einfach der Beschenkte sich wirklich das aussuchen kann, was ihm gefällt und was er gerne hätte. Und das finde ich eigentlich auch schön. Also ich mag Gutscheine. Eine gedrechselte Lampe, 275 Euro. Aber wenn man sich da ein bisschen mit auskennt, da gibt es ja Videos bei YouTube, wie sowas hergestellt wird. Die kriegen Millionen Abrufe. Wenn die das so mit wenig Aufwand, wie du es eben gesagt hast, ohne großen Einsatz von Maschinen, kommt denn sowas bei raus? Ja? Anschließend abgeschliffen, das ist richtig Arbeit. Ja, das ist wirklich verrückt. Also, was die da alles machen, da können wir uns hier noch eine Scheibe abschneiden. So, Tische, das ist interessant. Du hast viele Ausziehtische oder auch Nicht-Ausziehtische, wie man will. Auch da jedes Stück ein Unikat. Du kannst aber schon sagen, von der Serie, wenn die erfolgreich war, hätte ich gerne mal 10 Stück. Die sind aber denn alle 10 unterschiedlich in der Fertigung. Leicht. Ja, also minimal. Die sind dann schon, also der Grundstock ist ja immer derselbe. Ich meine, der Tisch an sich, durch die Holzmaserung ist es einfach individuell, ne? Dann hat man halt hier eine größere Holzmaserung, dann wieder eine kleinere. Also dadurch macht es den Tisch ja schon individuell, ne? Weil einfach das Holz, das Produkt Natur ist und dadurch schon immer anders aussieht. So, ja, nimm Zeit mit, denn das hier ist nur das Erdgeschoss. Und selbst hier gibt es schon viel zu sehen. Und wie ist das, wenn ich jetzt hier reinkomme? Kann ich hier in Ruhe stöbern oder habt ihr denn direkt so Abverkäufer, die die Leute dann abfangen und sagen, wir schließen jetzt ab und lassen sie erst wieder raus, wenn sie was gekauft haben? Ja, das könnte man mal überlegen, aber nee, haben wir natürlich nicht. Also bei uns kann der Kunde so lang gucken, wie er möchte. Er kann so oft kommen, wie er möchte. Und Er darf auch wieder gehen, ohne er was darf gekauft. auch wieder gehen, natürlich auch einfach nur zum Gucken. Bei uns ist es ja so, man muss sich ja erstmal inspirieren lassen. Bei uns muss man auch wirklich die Kunden sagen, hier muss man zwei, dreimal durchgehen, man braucht Zeit. Manche kommen auch jeden Tag zu uns, die einfach in der Mittagspause sagen, also sie brauchen jetzt mal einfach was Schönes und gehen gerne bei uns durch und lassen sich inspirieren. Weil so einen Schrank kauft man ja meistens nicht einfach so aus der Laune heraus, sondern man muss dann noch mal gucken zu Hause, passt es denn, ist es das, was ich mir vorgestellt habe, habe ich es auch noch mal so in Erinnerung. Und ich finde, das bedarf ja Zeit und da muss man dem Kunden auch alle Zeit geben, die er braucht.